Paul, lass uns noch mal über die mögliche Gegenoffensive sprechen. Denn heute kam die Meldung, Großbritannien liefert jetzt Langstrecken-Marschflugkörper mit einer Reichweite von 250 Kilometern, mehr als alles zuvor. Und du sagtest ja schon, es geht auch darum, dass Zelensky immer wieder sagt, es bräuchte noch mehr Waffen für so eine Offensive. Kannst du dir vorstellen, dass diese Lieferung aus Großbritannien jetzt ein ganz wichtiger Schritt ist, der nächste Schritt? Diese Lieferungen aus Großbritannien, so hat mir heute ein Minister bestätigt, noch einmal, sind extrem wichtig für die Ukraine, denn es geht um die Entfernung. Es geht um die Möglichkeit, und die ist dadurch gegeben, tatsächlich die Krim zu erreichen. Und das ist wiederum etwas, Franka, was in Berlin und in Washington in diesen Stunden und Tagen heftig diskutiert wird. Denn dort hat man die große Sorge, dass am Ende ein Angriff auf die Krim, so argumentiert man im politischen Berlin, aber eben auch in D.C., in Washington dazu führen könnte, dass Putin sich provoziert fühlt. Also die alte Diskussion, die wir eigentlich schon seit Beginn des Krieges haben. Was passiert, wenn die Ukraine die Krim angreift? Und da sind die Sorgen in Berlin und Washington groß. Abseits von diesen Langstreckenraketen braucht die Ukraine, so sagt es Zelensky, so sagen es auch andere, dringend weitere Panzer. Man braucht weitere Fahrzeuge. Also die reine Masse reicht nicht aus. Und genau über diese Frage habe ich mit dem ehemaligen Botschafter in Deutschland, dem jetzigen Vizeaußenminister André Melnyk hier in Kiew gesprochen. André Melnyk, so hören wir, soll in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen möglicherweise Botschafter in Brasilien werden. Aber zum Zeitpunkt unseres Interviews hier in Kiew haben wir uns mit ihm als Vizeaußenminister über die Frage unterhalten, was die Ukraine für eine Gegenoffensive noch braucht. Und da können wir jetzt einmal reinschauen. Also mein Präsident hat recht, weil es kommt ja nicht nur darauf an, wann und wie schnell diese Offensive gestartet wird. Es kommt darauf an, dass die erfolgreich ist. Und dazu fehlen anscheinend noch einige Faktoren, vor allem beim Thema noch mehr Waffen. Wir wollen ja das Leben unserer Soldaten nicht opfern, ohne zu wissen, dass wir bei dieser Gegenoffensive, die für alle ja entscheidend sind, das ist für jeden Ukrainer das Wichtigste, was wir alle erwarten. Und deswegen kann ich meinen Präsidenten verstehen, wir brauchen diese Zeit, um noch mehr Waffen zu bekommen, von allen Verbündeten, auch aus Deutschland, damit die Soldaten besser geschützt werden, besser ausgerüstet werden. Aber gleichzeitig sagt der US-Außenminister, es sind genug Waffen da und die Offensive könnte beginnen. Gleichzeitig haben die Briten heute Langstreckenraketen, die bis zur Krim reichen könnten, geliefert. Was fehlt denn noch und was brauchen Sie aus Deutschland zum Beispiel? Ja, das stimmt zwar zum Teil. Also natürlich ist die Armee heute viel besser gerüstet als gestern und noch viel besser als vor einem oder zwei Monaten. Das stimmt zwar, was die amerikanischen Freunde sagen, aber gleichzeitig, es kommt darauf an, wie hoch der Preis für diese Gegenoffensive sein wird. Und wir wollen diesen Preis, was Leben der Menschen, der Soldaten angeht, so niedrig wie möglich halten. Und wir wollen die Soldaten schützen. Deswegen, es ist eine tolle Nachricht, dass unsere britischen Freunde endlich das liefern, was wir seit Monaten erbeten haben, nämlich diese Langstreckenraketen. Die sind zentral, um die Munitionslager der Gegner auszulöschen und somit auch diesen Angriff reibungsloser gestalten zu lassen, aber gleichzeitig, es ist nur einer der Punkte. Wir brauchen natürlich viel, viel mehr. Was brauchen Sie aus Deutschland? Es gibt ja die Debatte, möglicherweise gibt es bald einen Besuch des Präsidenten, das ist noch etwas unklar, aber wie und was brauchen Sie aus Deutschland? Ja, die Deutschen wissen das. Die Deutschen wissen das selbst, weil die Gespräche ja immer gelaufen sind und auch heute laufen. Wir brauchen in erster Linie viel mehr Waffen, die bereits geliefert wurden. Das heißt, da wo diese rote Linie bei Leopard 2 Panzer und bei Mardern schon überschritten wurde, Gott sei Dank, das geschah ja noch im Februar. Und es geht um die Zahl natürlich. Weil, also Sie brauchen mehr Panzer. Das heißt, viel mehr Panzer, gepanzerte Wagen. Das heißt, man könnte nachlegen beim Thema Leopard 2. 18 Stück sind da, wir sind sehr dankbar. Und das Militär ist happy. Aber diese Frontlinie ist sehr lang. Und das heißt, diese
18 Panzer können bei einem vielleicht Frontabschnitt zum Erfolg führen, aber wir brauchen viel, viel mehr. Das heißt, eine Verdoppelung, eine Verdreifachung dieser Zahl wäre durchaus möglich, sehr, sehr bald. Das heißt, bei der Vorbereitung, das eine. Das andere ist bei Waffensystemen wie Fuchs oder Wiesel, auch da könnte man endlich Gas geben. Wir können nicht verstehen, wieso bei knapp 600 Fuchs gepanzerten Wagen kein einziges uns übergeben wurde. Und Sie sprechen immer wieder auch über Flugzeuge, wobei ja andere Stellen sagen, man braucht die F-16 und eben keine deutschen Flugzeuge. Das stimmt. Also das stimmt. Das F-16 wäre aus unserer Sicht das optimale Modell aus vielen Gesichtspunkten, vor allem weil was die Zahl betrifft. Also wenn unsere Piloten ausgebildet werden können, sehr schnell, nicht 3 Jahre oder 2 Jahre, sondern man könnte das auch innerhalb von einem halben Jahr oder sogar noch schneller beenden. Das wäre optimal, denn es wurden knapp 4000 Stück produziert. Aber das andere Thema, nämlich Eurofighter, Typhoon, 4 europäische Staaten verfügen über dieses Flugzeug. Es wurden auch viele gebaut und insgesamt gibt es knapp 500 jetzt. Deutschland hat über 130 nach unseren Angaben, Spanien hat, Italien, Großbritannien. Man könnte hier eine ähnliche Kampfjet-Allianz schmieden, eine europäische, nicht wieder zu warten auf die Amerikaner, sondern zu sagen, okay, wir starten durch und das ist auch ein Flugzeug, das für unser Militär durchaus hilfreich wäre, gerade für diese Offensive oder auch für die weiteren Schritte für die Befreiung der Ukraine. Das war André Melnyk, der noch Vizeaußenminister hier in Kiew im Interview mit mir. Er fordert eine Verdreifachung der Panzer aus Deutschland. Er will eine Koalition, so wie bei den Panzer, mit Flugzeugen. Ich habe ihn dann später gefragt, aber Moment mal, in Berlin sagt man, wir haben gar nichts mehr. Da sagt André Melnyk, das glaube ich nicht, das haben sie in der Vergangenheit auch immer gesagt. Also es droht wieder Streit zwischen der Ukraine und Deutschland um weitere Waffen. Melnyk bleibt sich treu. Vielen Dank, Paul, für all deine Informationen und Einschätzungen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.